Leute, heute gibt es von mir endlich mal wieder ein Favoritenvideo. Ja, ich mache das ja momentan so alle 2 Monate, bin aber am Überlegen, ob ich das häufiger mache, also quasi immer am Ende des Monats, beziehungsweise am Anfang des nächsten. Ja, und diesmal geht es um die Monate April und Mai. Es ist nicht ganz so viel, weil ich auch viel benutzt habe, was ich auch davor schon immer benutzt habe und was ich auch schon gezeigt habe. Und es ist doof, wenn ich immer sage, mein Gesicht mache ich immer noch damit, weil ich es ganz toll finde. Und meine Augenringe decke ich immer noch damit ab, weil ich es ganz toll finde. Das doppelt sich dann, wird unnötig lang und das interessiert dann ja auch irgendwann keinen Schwanz mehr. So. Und deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Und zwar mit pflegender Kosmetik. Es ist alles in allem nicht so viel, aber habe ich ja schon gesagt. Und zwar meine allerneueste Errungenschaft, an der Nina Popina schuld ist, ist das hier. Das L'Oreal Hydra Active 3 Micellen Technologie Reinigungsfluid, was ja so das Abschminkzeug seit neuestem ist und so gehypt und geboomt und ich muss sagen, durchaus zu Recht, weil es einfach ganz, 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 ganz toll ist. Also normalerweise schminke ich mich ja immer an den Augen mit so ölhaltigem Zeug ab und im Gesicht mit Waschreinigungszeug und Wasser. Aber das hier ist echt gut, weil es nicht so spannt wie Seife auf der Haut und viel, viel angenehmer ist. Also ich wasche mein Gesicht natürlich trotzdem mit Seife. Aber man muss dann mit der Seife nicht so rumschrubben und das so in die Haut einarbeiten und so. Und deswegen finde ich das hier ganz, ganz toll. Gibt in der Drogerie, kostet 4 Euro irgendwas und ist hoffentlich nicht allzu schnell alle. Weil so oft will ich so viel Geld auch nicht ausgeben. Und ich überlege momentan noch, ob ich mir die Tagescreme aus der Hydra Active 3 Reihe kaufe, weil die hat meine Mutter. Und als ich in Berlin zu Besuch war, habe ich die mal ausprobiert und fand die ziemlich gut. Aber momentan creme ich mich noch hiermit ein. Das sieht unglaublich hässlich aus, ist auch unglaublich hässlich, aber sehr, sehr toll. Und zwar ist es Cetaphil Feuchtigkeitscreme von Galderma aus der Apotheke. Unglaublich teuer und gehört auch eigentlich meinem Freund, der die benutzt, weil er so Neurodermitis, trockene Hautstellen hat, ganz furchtbar manchmal. Und er hat ihm seine Hautärztin das hier empfohlen. Und ich habe es mir gemopst, weil es ganz, ganz toll ist. Und weiß ich nicht. Ich habe so Probleme mit meiner trockenen Haut momentan und das ist so ziemlich das Einzige, was auch dauerhaft wirkt und deswegen finde ich das gut. Diese Kaufmannscreme ist auch gut, aber da sieht man halt immer so speckig mit aus und das heißt, man kann die nicht als Tagescreme verwenden, während die hier echt super schnell einzieht und auch sehr, sehr weiche Haut hinterlässt und genau, deswegen finde ich die sehr gut. Ist leider schon mega viel raus, ich weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera jetzt sieht, aber es ist jetzt nur noch bis dahin voll. Aber das hat auch ein paar Monate gereicht und deswegen kaufen wir uns das dann irgendwann nach und super. Ja, dann habe ich pflegend noch das hier. Das ist vom Body Shop, der Riesenbottich Pink Grapefruit Shower Gel. 750 Milliliter, wie ihr seht, ist schon ein bisschen was draußen. Das hat mir meine Mutter gekauft, als wir in Berlin letzten Sommer im Outlet Center waren, irgendwo an irgendeiner Bundesstraße B, irgendwas, weiß ich welche Zahl. Und das finde ich ganz, 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 ganz toll. Das riecht so toll nach Grapefruit. Meistens ist es ja so, zumindest bei mir, dass so Dinge, die nach Grapefruit riechen, immer so ein Gesicht hinterlassen, weil es so unglaublich künstlich und eklig ist, während das hier tatsächlich nach echter Grapefruit riecht und deswegen ganz, ganz toll ist. Und gerade wenn es jetzt warm ist, dann sind diese Zitrusgerüche einfach so toll und so erfrischend und ich habe momentan auch dieses Body Spray von Alverde drauf, was auch mit Grapefruit oder Pampelmus irgendwas Bambus ist und das ist auch ganz toll. Zitrusgerüche sind einfach toll. Und ja, deswegen hier das da. Bin ich ein bisschen traurig, dass ich mein Chai-Duschgel so vernachlässigen muss, aber diese warmen Gerüche sind doch tatsächlich eher was für den Winter und den Herbst. Ja, und im Sommer will ich halt zitrusfruchtig und kräuterig riechen und das finde ich sehr gut. So, dann kommen wir auch schon zum Dekorativen. Das ist ein bisschen mehr als das Pflegende. Womit fange ich an? Erstmal mit meinen Augen. Ich habe mir diese 2 Monate wieder sehr häufig einen Lidstrich gezogen, was ich davor ein bisschen außer Acht gelassen habe. Und ganz im Gegensatz zu vorher habe ich weniger Gel-Eyeliner benutzt und viel mehr das und das. Warum? Keine Ahnung. Ich habe es einfach mal, also den hier habe ich mal wieder ausgebuddelt und sowas hier wollte ich mal ausprobieren. Ich mag Gel-Eyeliner immer noch am meisten, muss ich sagen, aber aus irgendeinem Grund habe ich trotzdem das hier häufiger benutzt. Und das hier ist einmal
der Manhattan Dip Eyeliner in Waterproof. Der ist okay, sag ich mal. Der hat so ein, also der trocknet am Rand immer furchtbar schnell ein. Man streicht den dann immer so ab und dann hat man da immer so einen Ring aus abgetrocknetem Eyeliner. Und der hat halt so eine kleine Schaumstoffspitze. Das Problem mit dieser Spitze ist, du ziehst dir damit eine Linie und wenn du zu doll aufdrückst, kratzt du dir gleichzeitig wieder eine Rille da rein und das ist irgendwie ein bisschen dämlich. Das heißt, du musst immer nur so ganz leicht und tupfen und so. Aber egal, ich habe den schon seit Jahren und ich will den halt mal leer bekommen. Und dann den Essence Eyeliner Pen Extra Long Lasting Bla Keks. Da muss man ziemlich oft drüber gehen, damit es richtig schwarz wird. Aber mit diesen Stiften komme ich in der Handhabung erstaunlich gut klar. Ich glaube, ich werde mir mal diesen Eyemazing Liner von Manhattan kaufen, wenn der hier alle ist, weil der auch alle so von schwärmen. Mal gucken, wie der so ist. So, dann weiter geht's mit Augen. Meine Sleek Palette. Die Oh So Special, da habe ich ja auch ein extra Video zu gemacht, kann ich euch verlinken oder ihr guckt einfach mal selber in meinem Kanal. Es ist die mit diesen rosa und braunen Tönen und da habe ich vor allem, warte, ich nehme den Zettel weg, den hier, Bow, den hier Pamper und den da Boxed sehr häufig benutzt, zusammen für ein Augen-Make-up. Momentan habe ich Bow, Pamper, ich glaube Gâteau und The Mail drauf und dazu noch hier Dings, wie heißt der? My First Cupperware Party von Catrice, der immer noch mein absoluter Lieblingslidschatten aller Zeiten ist. Aber diese Palette ist auf jeden Fall sehr schön und auch diese Farben passen gerade toll ins warme, sonnige Wetter. Endlich mal wieder und sie haben auch gepasst, als es noch nicht sonnig war und ich nur so getan hätte, als ob. Ja, auf jeden Fall die Oh So Special Palette, sehr schön. Und ich freue mich darauf, wenn ich mir meine nächste kaufe, was die Storm sein wird, was ich ja auch schon mal gesagt hatte. Dann noch zwei Sachen von, noch eine Sache von Sleek, zwei Sachen fürs Gesicht, nämlich zwei Blushes. Und zwar einmal Coral von, oh jetzt habe ich die Finger davor, Coral von Sleek. Es ist ein sehr, sehr schöner Blush, ich muss den mal kurz swatchen. Wie der Name auch schon sagt, Korallfarben und von der Pigmentierung her finde ich den eigentlich ganz gut. Ich habe oft gelesen, dass der wohl so unglaublich wenig pigmentiert sein soll für einen Sleek Blush. Aber ganz ehrlich, wenn der stärker pigmentiert wäre, würde ich die ganze Zeit mit so dunkel korallfarbenen Balken im Gesicht rumlaufen. Und der zweite ist Secret It Girl von Essence. Der ist auch in der ähnlichen Farbfamilie, aber peachiger. Und auch nicht ganz so farbintensiv. Oh, jetzt habe ich ein bisschen viel drauf gemacht. Jetzt sieht er sehr stark aus, weil ich so unglaublich viel da drauf gepackt habe. Aber der ist halt ein bisschen zarter und hat so leichte goldene Schimmerpartikel, Peachfarben. Finde ich auch sehr schön. Habe ich auch momentan drauf. Und was das Gute bei dem ist, bei dem kann man sich nicht überblushen, außer man übertreibt es wirklich. Aber sehr schön. Und man sieht vielleicht auch, dass der schon so eine Kuhle hat. Wenn er alle ist, kaufe ich mir den auf jeden Fall nach. Einer meiner absoluten Lieblingsblushes. So, dann noch ein Lippenstift und dann sind wir mit dekorativere Kosmetik auch schon fertig. Nämlich ist das Mona Lisa Smile von P2 aus der Sheer Glam Reihe, wo ich immer noch überlege, ob ich ein extra Video über diese Lippenstifte mache, weil sich ja inzwischen ein paar angesammelt haben. Und den hier und Sex and the City habe ich sehr häufig getragen, aber den hier noch ein bisschen mehr, weil der auch in diese benannte Farbfamilie reinpasst. Ne? Man sieht's, ich habe da so ein Ding am Laufen mit Koralle momentan. Und ich hatte, als ich die gekauft hatte, irgendwas gesagt von wegen, ja, die Haltbarkeit, Und das hat sich hier bei Mona Lisa Smile gar nicht so bestätigt und bei Sex and the City auch nicht. Ich habe mir noch einen gekauft, nämlich Flashback. Das ist auch so ein ganz helles Peach mit unglaublich schlechter Pigmentierung, aber so eine hübsche Farbe. Der hält wirklich extrem kurz nur und schmiert total und rutscht weg und so, aber nee, ist echt ganz gut. Und ja, ich finde die Farbe halt so schön. Habe ich auch drauf, zusammen mit Flashback gemischt mit diesem Peaching. Ja. Das war Kosmetik. Dann kommen wir noch zu zwei Fashion-Teilen, die ich rausgesucht habe. Und zwar hatte ich das, glaube ich, auch in diesem Haul, Fashion- und Drogerie-Haul erwähnt, dass ich auf Kleiderkreisel auf so ein paar Stiefeletten geier. Und guess what? Ich habe sie bekommen. Und zwar sind das diese hier. Sind sie nicht wunderschön? Die haben so
Absatz, ungefähr 5 cm, sind mega bequem. Die Farbe ist total schön und oh, ich bin einfach nur komplett verliebt in die Teile. Die sind so schön. Habt ihr vielleicht auch in meinem Outfit-Video, meinem letzten, gesehen? Da habe ich die getragen. Ja, ja. Auf jeden Fall sind die toll und oh, ach, so schön. Solche Stiefel wollte ich einfach schon immer und ewig haben und dann war der Kleiderkreiselgott mir gnädig und ich habe sie bekommen und jetzt bin ich ganz zufrieden. Und dann habe ich noch was gekauft, einen Moment, nämlich auch etwas, was ich schon lange haben wollte. Ein Oberteil mit so einem schönen schwarzen Kragen, einem runden. Finde ich so, es sieht so elegant aus und gleichzeitig irgendwie so niedlich und verspielt und es ist einfach schön. Wie ihr seht, hat das so Schmetterlingsprint in weiß mit schwarzem Kragen. Und von C&A hat 15 Euro gekostet, gab es auch noch in schwarz mit schwarz. Fand ich aber ein bisschen langweilig, weil ich finde, wenn man so ein Teil mit so einem schönen Kragen dran kauft, dann muss sich der Kragen auch abheben vom Oberteil. Und schwarz-schwarz war so nicht ganz so schön. Deswegen das hier und ich bin sehr glücklich. Sehr, sehr glücklich. Ja, dann noch kurz zu einem Nahrungsgegenstand, nämlich dieser Tee, den habe ich mir erst gestern gekauft, aber ich weiß schon, dass ich den abgöttisch lieben werde. Und zwar ist der vom Rossmann von der Eigenmarke King's Crown und nennt sich Magie des Orients, feiner ayurvedischer Gewürzkräutertee. Und zwar sind da ähnliche Gewürze drin wie im Chai, nur dass da kein Schwarztee drin ist, es ist tatsächlich nur ein Gewürztee. Ich lese mal kurz vor. Fenchel, Anis, Zimt, Ingwer, süße Brombeerblätter, Kardamom, Muskatnuss, Gewürznelken, Süßholzwurzel, Orangenschale, schwarzer Pfeffer und Vanille. Und ich muss sagen, vor allem den Anis schmeckt man sehr raus. Das ist ja nicht jedermanns Sache, aber ich liebe Anis. Und deswegen finde ich diesen Tee einfach... Oh, das riecht so gut und es schmeckt so lecker. Vor allem, wenn man den wie Chai Latte trinkt, also mit ein bisschen... Milch und leicht gesüßt, dann ist der echt oh, so geil. So, zwei Sachen habe ich noch. Und zwar einmal will ich euch zeigen, was ich gelesen habe, beziehungsweise momentan noch lese. Das ist Salem's Lot von Stephen King. Und wundert euch nicht, dass dieses Buch so abgeranzt aussieht. Ich liebe es, alte Taschenbücher zu kaufen. Ich finde es viel schöner als neue. Und kaufe dann immer die ganz alten Auflagen aus dem Amazon Marketplace für, weiß ich nicht, 50 Cent oder so. Und bin damit viel zufriedener, als wenn ich mir irgendwie ein neues Buch aus dem Bücherladen kaufe. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, ja, jetzt habe ich Salem's Lot gesagt. Der deutsche Titel ist Brennen muss Salem. Und ich lese mal kurz vor. Als erfolgreicher junger Romanschriftsteller kehrt Ben Mears an den Ort seiner Kindheit zurück, um in der Abgeschiedenheit dieser ruhigen amerikanischen Kleinstadt ein Buch zu schreiben. Fast gleichzeitig taucht ein Unbekannter auf, der für sich und seinen Kompagnon ein seit Jahrzehnten leerstehendes Haus mietet, dessen einstiger Besitzer auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen waren. Und wieder geschehen seltsame Dinge. Nachts brennen geheimnisvolle Lichter am Fenster, ein Hund wird ermordet, ein Kind verschwindet. Stephen King ist absolut einer meiner Lieblingsautoren, auch wenn nur so ungefähr 30% seiner Bücher richtig gut sind. Nein, das ist untertrieben, es sind schon mehr. Aber das ist ein Buch, was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt und auch eins der wenigen, was ich tatsächlich gruselig finde. Also ich bin, was Grusel betrifft, total abgehärtet. Aber das hier finde ich tatsächlich ein bisschen gruselig und das freut mich. Ja, nebenbei höre ich übrigens als Hörbuch noch S von Stephen King, das habe ich auch schon gelesen. Aber ich höre es halt immer, wenn ich Bilder bearbeite nebenbei oder wenn ich nähe oder sonst irgendwas mache. Und das gefällt mir auch sehr gut. Ja, gelesen übrigens von David Nathan. David Nathan hat so eine schöne Stimme. Zu guter Letzt will ich euch noch einen Musiktipp geben, was ich sehr, 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 sehr gerne gehört habe. Da hat mich meine Mutter drauf gebracht. Und zwar ist es eine Band, die nennt sich Young Rebel Set. Machen so folkig, country-mäßig klingende... Rockmusik. Ich kann sowas ganz schwer beschreiben. Ich kenne mich mit Musikgenres überhaupt nicht aus. Aber Young Rebel Set auf jeden Fall gefällt mir richtig gut. Vor allem die Lieder Measure of a Man und Lion's Mouth. Hört euch die auf jeden Fall mal an, wenn ihr auf so ein bisschen tempomäßigere Musik steht. Also die haben auch schöne Balladen, aber ich mag so Abtempo-Lieder ein bisschen lieber. Was heißt Abtempo? Aber so ein bisschen, naja, flottere Lieder. Auf jeden Fall. Die kommen, glaube ich, aus UK. Und die ganzen Videos und so könnt ihr auch auf YouTube finden. Ich glaube, die haben ein Album rausgebracht, aber eher Indie. Also ich glaube nicht, dass die bei irgendeinem großen Musiklabel unter Vertrag sind.
Hört es euch auf jeden Fall mal an. So, und das war's dann auch schon. Sagt mir mal, ob ihr das okay fändet, wenn ich öfter solche Videos mache, also einmal im Monat, oder ob jetzt so in 2-Monat-Rhythmus das okay ist, ob sonst zu langweilig wird oder was weiß ich. Ich würde mich auf jeden Fall über Feedback freuen und verabschiede mich bis dahin. Gehabt euch wohl und einen schönen sommerlichen Nachmittag, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr das Video guckt. Macht's gut!